daar. Ja. Mijn vader, Joost Ritman. Hallo. Jij, Martijn. Ja. Ja. Hé, Hallo. Alfred Bast. Ja. Viel gehoord. Wolfgang Jung. Ja, hallo, Kinter. Hey, Wendelijn. Dat is iets te ons als Carol Jong, hè? Hoor je dat? Dat is Carol Jong. Nu samen nogmaals. Als geschefts te nemen, hebben we gedacht, het gaat niet meer om een plastic, om de Hermes in mythe onze activiteit te stellen. En dan eigenlijk moet zijn auszaken. Deus esteren infinita, cuius centrum est unica, circumferentium muscam. Eigenlijk kop is een onendige sferen, overal aanwezig, voor meer te grote tijd. Waar de hoogste punt in Amsterdam. Ja. En daardoor had ik iemand gezegd, hier is dat niet op punt. Niet op punt, die toren. En is eigenlijk voor de ganse omgeving hier. Eigenlijk is bedeutend geweest. Rembrandt is hier geweest. Comenius, Spinoza. Alle grote filosofen, de 17e jaarhonderd, hadden hier gewoon eerst geleefd. Dat is de uitzaak van Presidium Libertatis. Dat is hier eigenlijk die zaken, de burg der vrijheid. Ja, en hier zien ze drie datum, 1204, dan is Montségur gebouwd. Dat is waar eigenlijk de keizerlijke ziet, spirituele ziet met de vaderbroederschap. 1604, waar dat is Haus Sancti Spiritus, Domus Sancti Spiritus. In 2004 hebben we een boek uitgegeven. In de verbinding van Herverrijkenborg in Hergedal. En dat is de triomf der universele genoot. Een boek. En hier zien ze een symbool, dat is rozenkrans. En dan, dat is dat rozenkrans. En dan zien ze wie Merkur staat. In de kracht van Merkur. En dan de touwen. Dat is de symbool. De Heilige Geest, Offenbaring. Zo, dreimal en de Offenbaring in de kracht, de burg, de vrijheid. Dat symbool, het kruis en de. Ja, dat is dat rood. Genau, en ook met de Taube. Ja, dat is de kracht. Dat is Merkur. Ja, en Merkur. Genau. Ja. De zeevaart, de CNC Dort, Amsterdam, is rijk geworden door de zeevaart, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Want we hebben eigenlijk gezegd, Dort, in deze tour, zijn ze Julia Caesar, Alexander de Croos, ook nog een Madrid machthaber. Hier hebben we gezegd, de mens is aangevangen in het land. Dan is er over het meer gegaan, want we zijn daar met onze onderneming in de lucht gegaan. Maar dat feuer vindt ze in mijn bibliotheek. Ja. Bijvoorbeeld dit hier. Ook in leven hebben ze zo gezien. Ja. Dat is alles is de originatie van 20 jaar. En dat is waar dat avontuur. Hier hebben 350 luchtvaartgezelschappen als kunde.
und Hunderten von diesen Vorsitzenden der Verwaltung ja. haben hier an den Tisch gesessen ja. und Kontrakte ja. unterschrieben. Und die ja. haben das immer fantastisch gefunden. Ja, dass man, waar man die im Museum ist, sieht man sehr viel Gemälde von 17. Jahrhundert ja. als Bild. Ja. Aber hier ist man in einem Raum. Ja. Ja. Das ist das Kreuz von Amsterdam. Barmherzig, fest entschlossen und treu. Ja? Und dann die zwei Löwen, und das ist der Kroon von Maximilian. De Keizerskroon, die is damals aan Amsterdam geschenkt geworden. Dat is hier dat symbool, mijn bibliotheek. Dat is de Ouroboros, die weltslange. Man kan zeggen die oerenergie die alles omvast. Dat is dan die zonne. Mit sieben Strahlen. Und das ist der Pelikan, die sitzt auf dem Mond mit drei Jungen. Pelikan, Symbol der Christus. Und dann darunter diese kubieke Stein mit das Symbol Alpha Omega RC. Und das ist dann eigentlich Anfang und Ende in das Rosenkreuz. Und das ist das Symbol, das hat meine Frau. Rachel hat diesen Entwurf gemacht. Hier hat Comenius gelebt. Hier hat eigentlich seine geistige Erbe, man kann sagen, geschrieben und auch publiziert. Man kann sagen, die Frucht von das Leben von Comenius hat sich hier mit diesem Gebäude konzentriert. Dieses Haus wurde 1622 gebaut von den Stadtarchitekten. De keizer, want hij had ook den Turm gebouwd, zum Beispiel. En dieses Haus wurde damals, dat sind eigenlijk twee Parzellen. En die familie die dieses Haus gekauft had in 1634, die familie de Geer, dat sind ook die mecenen van Comenius geweest. Wir haben diesen Häupten auf dem Gipfel gebaut und die vertreten, hier sieht man Apollo oder Hermes. Das ist eigentlich, wie sagt man das auf Deutsch, das Unternehmen und die Reichtum der Unternehmer wird hier abgebildet und hier die Weisheit. Minerva ist die Weisheit. So dieses Ganze, dieser Gipfel vertreten das Idealbild von der Mercator Sapiens. Schriftsteller und Philosophen haben hier allen getroffen. Und wir wissen ganz viel von der Geschichte inzwischen in diesem Haus. Und wir haben also das auch einen Namen gegeben. Das ist hier die Ambassade der Freie Geist.
Und das wird auch die Funktion des Hauses aufs Neue sein. Nachdem wir es gekauft haben, haben wir eine wunderbare Geschichte haben wir entdeckt. Das war unser ehemaliger Bibliothekar Carlos Gilly. Wir hatten ein Jubiläum, 50 Jahre Bibliothek in 2007. Und haben wir ein wissenschaftliches Symposium veranstaltet und eine wunderbare Ausstellung. Und hat mein Vater gefragt an Carlos Gilly, sag mal, du, kannst du eine Verbindung machen zwischen dieses Haus, Jacob Böhme und Comenius? Und er hat gesucht und wir haben Leihgaben gesucht für die Ausstellung und ist auf eine Sammlung gestoßen in Schweden. Und das war die Sammlung der Familie de Geer, die hier im 17. Jahrhundert eine Bibliothek aufgebaut hat von etwa 5000 Büchern. Von all diesen Leuten, die damals hier gelebt haben. Und das war gerade in der Zeit, dass Comenius ausgebaut war. Es gibt auch Manuskripten, Kopien von Texten von Comenius in dieser Sammlung. Und es ist eigentlich eine Bibliothek, die damals hier aufgebaut wurde, könnte man sagen, ist unser Plan. Kommt wieder zu Hause, wenn wir umziehen mit der Bibliothek. Aber es zeigt auch, dass wir in diesem Haus nicht nur die Bibliothek unterbringen möchten. Natürlich auch die Geistesgeschichte von Amsterdam, aber das alles zusammen fließen zu lassen hier im Haus. Aber Comenius und viele, wir glauben auch Joost van der Vondel und viele große Geisten haben hier ein ander getroffen. In diesem Raum ist sehr wahrscheinlich die Opera Didactica Omnia von Comenius aan Bürgermeister Amsterdams angeboten. Denn die haben das Buch in der Bibliothek und es ist aufgetragen. Laurens de Geer hat es finanziert. Und es ist hier getauft, könnte man sagen. Mm-hmm. Und das, was so schön is, Holland is bekend om kunst. En ook natuurlijk ook de internationale handel. Man had ook natuurlijk veel krieg gevoerd, waffen enzovoort. Maar wat man verloren is, was de geest van 17. Jahrhundert. Dat weet man jetzt niet meer. En we brengen. Mit unseren Büchern bringen wir eigentlich diese Freiheit von Denken und Handeln im 17. Jahrhundert, bringen wir wieder in diesem Haus zurück. Ich war natürlich sehr jung schon mit das Rosenkreuz verbunden, aber das Rosenkreuz ist eigentlich für mich ein Zusammenbringen von Geistesströmungen, die jahrtausenden zurückgehen. Man kann sagen, die uralte Rosenkreuzer-Tradition hat eigentlich mit Kunst, mit Wissenschaft und Religion zu tun. Die ägyptischen Mysterien, die Bau, die Kunst damals und die Spiritualität ist für mich der Urquell der Gedankenentwicklung. Und man kann Ägypter natürlich nicht nur auf sich selber sehen, aber es hat auch zu tun mit Mesopotamien, mit Syrien, mit den anderen Ländern, die dort konzentriert zusammengeflossen sind. Und von dort aus kann ich sagen, meine Bibliothek fängt eigentlich an mit der hermetischen Tradition. Dann kommt die mystische Tradition, die Mysticismus. Man kann sagen, die innere Spiritualität. Und dann Alchemie. Alchemie hat natürlich zu tun mit eigentlich das Buch der Natur kennen. Ich habe auch wahrgenommen, dass die Ursprache, das Wort, das hat auch seine eigene Vibration. Und wir können eigentlich auch sagen, die Kabbala, eigentlich der Übertrag von Wort und Laut und Bedeutung, ist auch in meiner Bibliothek sehr wichtig anwesend. Und darum, um diese vier
Hauptströmungen, hat sich eigentlich in meiner Bibliothek, ich nenne das Comparative Religion, hat sich alles zusammengebracht, was eigentlich mit diesen vier Traditionen verbunden ist. Und für mich ist die Rosenkreuzer Bruderschaft im 17. Jahrhundert, die haben eigentlich das, was im 12. Jahrhundert bei diese sehr reiche Katharische Tradition, Occitanie, das war damals natürlich, war das eine unglaubliche Kultur, wo Araber und Juden und Christen zusammen im 12. Jahrhundert vom Jahr 1000 ab, haben sie eine Kultur, haben sie fortgebracht. Und das ist dann durch die katholische Kirche, ist das, man kann sagen, vernichtet. Daarom is ook voor mij die Renaissance in Florence met Marsilio Ficino en ook Lorenzo de Medici. Hier hebben we natuurlijk ook een beeld van Lorenzo de Medici en zijn bibliotheek. Die hebben eigenlijk zo'n in 15e jaarhonderd hebben ze gedacht, we moeten die alte wijsheid, die Griechische, die Egyptische en die Arabische en die christelijke traditie moeten we weer samenbrengen. En man ziet eigenlijk, waar man die oergedanken, de Rosenkreuzer, dan ook onderzoekt, die waren zeer direct eigenlijk met de Renaissance van Italië. Waren sie verbunden und sie haben natürlich, wir waren alle in Tübingen. Wir kennen die Geschichte von dieser Graf Eberhard. Er hat die Universität in Tübingen hat er in 1477 hat er gestiftet. Wir können sagen, eine neue Weltblick, eine neue Wissenschaft und wenn man die Urgeschichte auch in die Fama Fraternitatis leest, dan ziet man eigenlijk dat ze terugkrijgen op de rijke ontwikkeling in 16 jaarhonderd met een Paracelsus, met die magie, met alle mogelijke schriftsteller die damals geleefd hebben. We wissen jetzt ook dat damals die Leute in 16 jaarhonderd, die zien ook überall gewesen. Sie waren auch in Fes und auch der Großvater von Valentijn André war einer der Nebengenossen von Luther. Der hat eigentlich auch den Lutheranismus hat er mit Luther gestiftet. Man sieht dann eigentlich im 16. Jahrhundert sieht man ein Paracelsus, aber auch ein unglaublicher Aufbruch van een nieuwe spiritualiteit die zich dan in deze universiteit van Tübingen geconcentreerd had. En het is natuurlijk een wonder dat men eigenlijk ziet, ohne der universiteit in Tübingen, had het niet een Rosenkreuzer gezelschap, niet een Rosenkreuzer broederschap gegeven. Dat is een aard van incarnation van personen, die hebben zich in enige jaarzehnten hebben ze een ander gevonden, getroffen, en hebben eigenlijk deze gedanken van de Fama Fraternitatis ontwikkeld. En zo, wanneer ik 23 jaar oud was, en ik ben dan aangevangen met die manifesten der Rosenkreuzer, heb ik gezegd, ik möchte diese Geistesgeschichte von den letzten 5000 Jahren, die in Druckform, in Kunstform und Spiritualität möchte ich zusammenbringen. Und hier sind sie dann in einer Bibliothek von 27.000 Schriften, die allen eigentlich mit den Hauptströmungen zu tun haben, wo die Rosenkreuzer auch im 17. Jahrhundert ihre Inspiration gefunden haben
Und wir können dann eigentlich, mein Bibliothek kunnen wir unterverteilen in sehr alte Handschriften, Inkunabeln, und dann auch die Schriften des 16., 17. und 18. Jahrhunderts. Das sind dann eigentlich die seltene Schriften. Und dann haben wir daneben, von 1800 an, haben wir ein, man kann sagen, ein Referenzbibliothek aufgebaut von all diese Abteilungen. So, hier können wir sagen, alles wat zich die letzten 50 Jahre auf diesem Gebiet an mir angeboten hat, das habe ich gekauft. Was für mich ganz besonders ist, hè, bevor wir weer nach oben gehen, in der chemische Hochzeit lesen wir, ich glaube am vierten Tag ist es oder so, da läuft Christian Rosenkreuz im Garten und findet er ein Gedenkstein. Und darauf steht, Hermes ist der Urquell. Hermes Princeps. Ja, und wer kann trinken und wer Durst hat, hè, werfe sich hinein und trinken, was, naja, ich kenne natürlich nicht diese genaue Aussage, aber das ist ganz wichtig, denn was wir heute in dieser Bibliothek erfahren werden, ist, dass Bücher eigentlich eine lebendige Geistkraft vertreten, und das kann man spüren. Es ist nicht so, dass die Bücher Information übertragen, aber der Geist, der hinter diese Leute über all diese Jahrhunderte getrieben hat, fließt aus. Wir haben für euch 7 Aspekte dieser Urquelle vorbereitet. Und das sind auch die Urquellen, die vorhanden waren bei diesem Tübinger Kreis. Diese Bücher, diese Quellen, haben auf ihren Schranken gestanden. So, das wird unsere Entdeckungsreise sein. Okay. Ich fange dann an. Wir müssen eigentlich mit mir spazieren gehen. Hm? Ja? Hier fängt eigentlich für mich das hermetische Weltbild fängt an. Hier war auch noch ein zweite. Hè? Waar is diese Hermogenes? Das ist diese. Ja, die ist jetzt, die war so groß, die ist jetzt auf den Tisch unter. Hier haben Sie das Corpus Hermeticum, auf Pergament. Das ist eigentlich, man kann sagen, das Buch der Bücher von der Bibliothek. Das ist ein Original. Das durch Marsilius Ficino übersetzt ist. Und das fängt eigentlich, das überbekannte Corpus Hermeticum fängt hier an. Und dann spricht hier über die Zeit von Moses, das damals in Ägypten ein Mensch gelebt hat, das war Hermes. Das bringt eigentlich die Zeit von Moses. Und Hermes zo ungefähr 2000 jaren voor de jaarrechnung brengt dat terug. Dat kunnen ze hier in de hand nemen. En dat boek is in 1503, kunt u, zo, dat is 500 jaren oud. En dat is eigenlijk deze invloed in Westen. Die damals nach Florenz gekommen ist. Komm.
Dat hebben we dan op papier gedrukt. En hier is de eine afbeelding. Wieder. De tabula aurea salomonis et hermetis. En hier zien ze wieder Hermes. Eigenlijk die alles erklärt. En dat zien allen geheim, diese alte geheimsprachen, wo eigenlijk hier de erklärung is van die das corpus hermeticum. Hier ziet man ook wieder alchemische symbolen. Dat is de phoenix, dat is de salamander, dat is de zwaan en de rabe. Zit eigenlijk allen alchemische symbolen. En hier die zonne en hier de mond. Dat is natuurlijk een fantastische Sache. En hier ligt, dat is de originale uitgave van de Monas Hieroglyphica. En hier vinden ze dat symbool was in de chemische hoogtijd centraal steed. Diese zeichen, dat is dan deze zonne en mond, en Venus en das Kreuz. Met die vier elementen. En dat hebben die Rosenkreuzer, en dat vind ik zo schön. Die hebben eigenlijk ook al deze teksten hebben ze ook gekant. Das ist ja. Was wollen Sie hier? Das hier, das da. Ja, das können Sie. Ja. Und das hier? Monasteken, ja. Op de voorpagina. Nee, maar hij komt er ook terug in het boek. Die für Tobias Hess war die Bibel äußerst wichtig. Und hier, das ist die Bibel von Castellio, Sebastian Castellio. Und in der Originalexemplar von Tobias Hess findet man in dieser Bibel all seine Anmerkungen, 120 Jahren. En al deze dingen die in de Fama Fraternitatis terugkomen, die had hij eigenlijk hier, uit deze Bibel, had hij entnomen. En ook Tobias Hess was een unglaubliche kenner der Bibel. En hier, ik heb dat dan eigenlijk heute, wil ik dan ook zeer gerne met ons samen, wil ik dan eigenlijk zeggen, hier is die oerinspiration voor Tobias Hess, de Bibel van Castellio. En Castellio, die had ook deze Bibel ook übersetzt. En hier zien ze, dat is ook zeer wichtig, dat is een polyglot Bibel. Die is in Antwerpen gedrukt worden in 1587, hè, José? Ja. En dat is eigenlijk de gedanke, dat damals die gedanke waren, we moeten die oerteksten van de Bibel, ja, Hebreeuws, Chaldees, Grieks en Latijn. Dat waren dus eerste maal, dat waren natuurlijk in Europa, een unicum, om eigenlijk al deze Bibelteksten samen te brengen. En dat is natuurlijk een. Ja. Ja. Je ziet hoe. Ook. Die slangen. Alles had in die alchemie. Had alles zeer veel met beeld te doen. Die symbolen. Hè? Dat is een rozenbaum hier. En hier is een boek. Ja, het is heute een ketsertaak, dat moeten ze niet vergessen.
Wenn man kein Ketzer ist, dann kann man auch in die Bibliothek nicht sein. Das ist Michael Seffe. Und der ist von Calvin verbrennt worden. Und das war auch ein Spanier, der seine eigenen Gedanken hatte über die heilige Dreifaltigkeit. Und hat gesagt, was sie in die Kirche sagen, das stimmt nicht. Das müssen sie anders sehen. Und dann sieht man auch, hier 1620 war eigentlich auch diese Gedanke von Servais und eigentlich auch diese Erzketzer, die waren auch in Amsterdam. Das Buch hier ist hier in Amsterdam gedruckt. Und auch der Servais, die war eigentlich ein Mensch, die gesagt hat, die Bibel, das ist Gottes Wort. Und das hat eine ganz andere Bedeutung, als wir normaal gesprochen durch die Kirche bekommen. Das sehen wir auch in der Confessio. Ja. Und hier ist auch ein wunderschönes Manuskript. Das sind die gesammelte Werken. Pass auf. Ich werde das machen für Sie. Nein, ja, okay. Giordano Bruno. De Monade et Numero. Auch für Giordano Bruno. Die hat in seine philosophische Kenntnissen hat er schon über das unendliche Universum gesprochen und die unendliche Welten. Ne? Und auch Bruno, Giordano Bruno, ist auch dan in 1600 ist in Rome verbrand geworden. Kannst du mir das Exemplar geben von der die Vertreibung des triumphierenden Bestes? Nein, das ist eine Kopie. Absoluut, okay. Ja. Aber was so schön ist, dass eigentlich die Handschriften, die tragen das Fluidum. Das sind die Leute gewesen, die haben es gelesen. Und auch respektiert. Mhm. Und darum finde ich eigentlich, Handschriften sind eigentlich noch wichtiger als gedrückte Bücher. Und hier, platonische hermetische Christentum. Paracelsisten, Weikelianer und Rosenkreuzer. Das gehört eigentlich unter, hè? Ja. Und was macht er? Er hält die Seite durch. Das sind meine kleine Helfer. Roger Bacon, Magia Naturalis, oder ein philosophischer Diskurs von der Heimlichkeit der Natur und Kunst. Natürlich und übernatürlich. Sind eigentlich al die magische zaken. Dan hebben we hier, dus Angeridion Leonis Papis. Dat is ook een paapst geweest, die eigenlijk zeer sympathisch die Katharische broederschap tegenovergestanden had. En Herr Cadal spricht in zijn schriften over deze paapst. Het ligt ook weer een erklärung. Die damals auch im Geist, der zum Beispiel auch von Joachim de Fiore sehr stark durchgewirkt hat, eigentlich diese visionäre Wahrnehmung. Hier auch wieder ein magische Handschrift. Hier, Urquelle. Ja? Dat het. Daar hebben we zaken en dat is wichtig.
die ganze Philosophie kommt. Ist die erste Ausgabe also? Ja, den Gesamtausgaben von den meisten sind die unterschiedlich. Okay. Und hier hat man eigentlich, das ist ein Originalstich, wo Paracelsus und hier auch wieder Kabbalah. De hooggeleerd und die zinnige natuurkundige filosofisch. Theophrastus van Hohenheim, beide artsenij en dokter, 1493 geboren. Dat is eines der wenigen Bilder van Paracelsus, wo man sicher is, dat het van ganz viele andere sind. Nicht. Ja. En dat is ook zeer wichtig, een boek. Dat is van. 1574, de Tinctura Physicorum, Thesaurus Thesaurum, Manuela und Occulta Philosophia. Und wir haben eigentlich eine sehr große Sammlung von Originalen von Paracelsus. Aber es ist nur, um einen kurzen Überblick zu geben. Und diese Basilica Chimica, dat had eigenlijk ook weer te doen met die kennissen, die praktische natuurkennissen der frühe Rosenkreuzer. Wir zagen was die Fama und die Confessio und die alchemische Hochzeit. Die zijn natuurlijk, man kan zeggen, wie de spiegelungen van een unglaubliche tiefe kennissen der natuur. En hier in deze frontispiece sieht man Hermes mit der Phönix. Hier sieht man Geber, auch ein Araber, mit der Pelikan. Und hier ist der Morienes mit der Ouroboros. Und hier ist Roger Bacon mit der Salamander, die im Feuer lebt. Und hier ist Lullius, die eigentlich hier diese Signatsterren, diese Doppelsterren, und hier sieht man dann Paracelsus. Und hier im Titelpagina Seite sieht man eigentlich Kabbalah, Theologica, Magia, Astronomia, Alchimica en Medica. Und das sind die Urquellen, wo die Rosenkreuzer ihre Konzentration entnehmen. Und diese Krollius waren dann auch sehr nah an die Entstehungsgeschichte der Manifeste. Und hier sieht man auch zum Beispiel die himmlische Hierarchien, Homo, der Mensch, Messias und Gott. Und hier infinitum, minus gratia bonum. Und hier auch sancte trinitatis lux in accessa. Hier sind die neun himmlische Hierarchien. So, wir können eigentlich sagen, hier sieht man eigentlich ein Spiegel, die in der Zeit entstanden ist, wo die Rosenkreuzer Brüder sich beraten haben, was denken wir, was sagen wir, was bringen wir, was schreiben wir. Das 17. Jahrhundert und das ist von Theodorus de Brij. Das war ein Schwiegersohn von Merian. Und die hat diese Emblemata gemacht. Und hier sieht man, ja, dat is fantastisch. Waar is oh ja, hier. Ja. Machen aus Mann und Frau ein Dreieck und ein Zirkel. Und auch Musik, die haben wir auch gespielt im Haus mit der Hofte während einer Sitzung.
Maar hier ziet men eigenlijk al deze alchemistische, ja, maar precies een zeer vroege druk. Want hier ziet men onze grote vriend. Micha Meijer. Verteidiger der Rosenkreuzer. Ja. 49 jahr war er in 1617. War auch einer der großen Verteidiger von der Rosenkreuzer Bruderschaft. Und Reuchlin ist mit Graf Eberhard mitgereist nach Florenz. Und das ist eine sehr wichtige Verbindung. Die haben auch Pico della Mirandola begegnet. Und dort ist eigentlich die Verbindung mit der Kabbala und Hermetik mit Tübingen entstanden. Aber hier sind auch diese Ursymbole, die man auch in die geheime Figuren zurückfindet. Deze bladzijde moet je eigenlijk even weer markeren. Dat is langer. Ja, nou, dat zij heeft het keurig. Ja, die. Dat is voor de geheime figuren. Ja, en deze die komt ook in de geheime figuren terug. Ja. Das ist natürlich auch wunderschön. Das sieht man eigentlich, das hat das wieder mit der Freimaurerei zu tun. He? Aber die Farbe. Und hier, das ist das Museum Hermeticum. Das ist, eigentlich mag es nicht mehr, aber. Nicht. 1516, 1621. D5, 50, 2 mal. Micha Meijer, die brengt eigenlijk al deze filosofen samen. Dat zijn dan die filosofen uit 12 nationen. Hoe gaat het met die 12? Ja, symbola, aurea, mensai. Dan zagen we weer, we hebben dan nog een dreieck. Haben wir zurück, haben wir in Zukunft gebracht. Und das ist auch ein wunderschönes Rosenkreuz-Symbol hier. Charakter Adeptorum. Und auch wieder ein wunderschöner Schaman hier. Dan die geleerde hier in zijn zimmer. Dan wieder hier Hermes. Hier, zie je hem? Magna Magorum et Philosophis Philosophantum. Dat is eigenlijk dat samenkomen der filosofen in een kruis. Na. Die Alchemie ist sehr reich an Bilder. Ja. Und das ist auch ein Rosenkreuzer Schrift hier. Spiegel der Kunst und Natur. Hier. Wieder Kabbala, Alchemie, Philosoph, Astronomie und dann die magische Kräfte. Vater wordt in Wort und Vater. Und hier dann wieder die Symbole. Salz, Merkur und Sulfur. Und man kann sich kaum vorstellen, dass alles ist in die ersten 25 Jahren der 17. sehr schön. Das ist eigentlich auch die Raunen und die die sagt, erwachen. Das sieht man hier. Eigentlich in Bilder muss es lieber ein Buch ohne Worte. Das sind alle Symbole der Athenor und dann immer wieder der Merkurius, der auf die Sonne und den Mond steht. Was man ja sieht, immer die kleine Sonne und der Mond und die dann verbindet, als auch diese, das ist gewissermaßen der vertikale Balken, der Horizontale Balken
Und hier ist der vertikale Band Merkur, ja, verbindet auch oben und unten. Ah, das ist ja toll. Ja, es kommt noch etwas Tolleres. Hier. Schau mal. Sag mal. Das ist diese neunfache. Ja, das sind die serafijnen, cherubinen, tronen, heerschappijen, machten und krachten, aartsengelen, engelen. Und dann de mundus intelligentiarum. Eigentlich hat das alles. Und dann wieder hier diese sieben planeten. Und dann wieder diese doppelte. Die beide Welten. Ja, ja. Dat vind ik jou zo schön. Dat is eigenlijk een beeld der microcosmos. En dan die Schöpfungstagen. Ja, wunderschön. Die Urenergie, die zich als Wärme offenbart. En dat is l'escalier des sages. Du nombre de qualité. Contraire. Je ziet immer diese twee krachten, die creatieve en die empfängende krachten, die zich samenvinden. En hier. Deus. En dan eigenlijk. Ach, fantastisch. En dan weer hier Hermes. Hè? Alles. Alles hangt samen met die hermetische filosofie. Ja. Hermes Trismegist, l'appel, superieurs et inferieurs. A cause que les semences astrales d'en haut sont conseillées du sperme métallique d'en bas. Ja, dat is de chaos, de oeraanvang. Ausnahmsweise ein Buch von einem Holländer. Hä? Ein Buch von einem Holländer geschrieben, dieses. Ja, ja. Dann kommen wir hier, ein sehr wichtige Schrift, kennen wir von Alchemie, kommen wir zum Mysticismus. Hä? Ja. Etwas, ja. Das ist die Originalausgabe von die Theologia Deutsch. Und das Buch hat auch, das hat auch Luther sehr geschätzt. In zijn jugendjaren. Eigenlijk is die mysticismus, de middelalter, is natuurlijk zeer, zeer, zeer wichtig. Ook weer wunderschön. Schwenkfeld, Kaspar Schwenkfeld. Een handschrift met die symbolen van Joachim de Fiore. Die kennen ze, hè? Joachim de Fiore. Aus dem 13. Jahrhundert. Soll er das sein? Ja. Das ist meine große Freundin, Jane Leed. Das war auch Mystiker, eine fantastische Frau, die auch sehr direkt von Böhme beeinflusst worden ist. Ursachen und Gründe, die philadelphische Sozietät aufzurichten und zu befördern. Und das ist auch Breckling. Und Breckling war ein Freund von Comenius. So. Die waren ook in huis met de hoofden. En hier, dat vind ik wunderschön, een van de schönste afbeeldingen. Alpha, Omega, Pater, Filius, Spiritus. En dat is dan Theologia Lux en Philosophia Tenebra. Dus eigenlijk immer wieder. Ik vind dat een fantastische afbeelding.
Und hier, Philosophia Mystica, das Leben und Lehrpunkten des Einsiedlers Bruder Nikolai in Zwitserland. Das ist die Bruder, die unbekannte Bruder. Hè? Und die er ist der Stifter von dieser Gemeinschaft, der Brudergemeinschaft. Und hier eine der ältesten Abbildungen von Sophia. Fantastisch natürlich. Ja. Beeld. Oder letterlijke figuur des Brautes Christi. Het is ook 16 jaar honderd. Kunnen ze het nog maar kort hochhalten? Ja. Maar zo snel. Schaffe ik het niet van een zijde te halen. Maar als we dit eine gucken wir. Dankeschön. Ja? We gaan zo meteen lunchen. Nee, dan komen we nooit naar het filmskip. Ja, maar dat gaat het. Als dat vandaag niet lukt, dan is dat niet goed. Nee, dat begrijp ik. Maar het gaat ook om absorptie, schat. We kunnen het beter misschien aan het einde van de dag. Ja. Dat is het eerste boek dat ik van mijn moeder bekomen heb. Dat is de Aurora. Want dan ziet man hier eigenlijk die zeilen. Die auf der Welt sitzt, der Außenseite der Welt, das ist dann hier das Symbol der Lilie. Mhm. Und sie beschreibt einen Kreis. Mhm. Sie zeichnet einen Kreis. Ja. Und einige hier, das hat mir wahnsinnig, das ist wahnsinnig hat mir das inspiriert. Hier sieht man der Zodiac. Genau. Und hier unsere Erde und Bäume, die spricht über eine Kraft, die sich zwischen Erde und Zodiac offenbart. Und das ist das Bild mit die, man kann sagen, die... Bewusstsein. Ja, aber die Augen des Allwissens. Mhm. Mit der sieben Siegel. Ja, und das Wort, das ist dann Jesus. Und dann wieder... Die Erde, eigentlich, wie das ich. Ja. Ist eigentlich die Gesamtausgabe von Böhmes Werk auf Englisch visuell gemacht. Und es fängt an mit unserem Zodiac und das Universum. Und man sieht in der Mitte, man sieht hier Sonne, die eigentlich der Grund aller Schöpfung ist. Aber er ist natürlich auch in Verzweiflung und Verwirrung. Und er weist auch mit seinem Finger nach unten, dass er wirklich in dieser Natur steht, dass das seine Realität ist. Du kannst von mir aus anfangen. Und man sieht eigentlich hier auch, dass diese gebrochene Realität, wie diese Verzweiflung, dass das eben bis hier eine gebrochene Realität ist. Identität auch. Und dann sieht man hier, man hat hier die Wirkung der Planeten aufs Neue. Aber jetzt wird gezeigt, wie das bis ins Körper einwirkt. Man hat also hier die Zeichen von den Planeten, sieht man in den verschiedenen Organen. Aber auch die Wirkung der vier Elementen sieht man. So, zum Beispiel hier die Lungen, das ist die Luft. Und so geht es weiter. Und das ist eigentlich die Einwirkung. Und was hier gezeigt wird, ist, dass der Mensch in der heutigen Realität die Kraft der Sonne ist nicht sauber. Die ist eigentlich ein bisschen verschleiert. Und das kommt eigentlich, weil
der, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, der ist stolz, der findet, das ist das Ego. Aha. Hier ist das es Ich, das ja. Ich, das Ego. Okay. Und der ist natürlich voller Glanz, ist er anwesend in dieser Mensch. Das ist Verblendung. Das ist eine Art Verblendung, aber eigentlich lebt dieser Mensch in der Finsternis. Ja. Und man sieht eigentlich, dass dieses Sonnenprinzip im Herzen ist eigentlich völlig eingeschlossen von Selbstliebe, Self-Love. Und das Feuer im Bauchbewusstsein brennt. Aber das ist ein Feuer der Natur. Und dann sieht man, dass dieser Mensch ist eigentlich ein Mensch von zwei Welten. Licht und Finsternis. Das ist unsere heutige Situation. Das heißt, es hat sich, seitdem diese Bilder entstanden sind, nicht so viel verändert. Nein. Und die Natur ist eigentlich keine schlimme Sache, denn es treibt uns, zu einer Grenze. Und dann sieht man hier auch wieder die christlichen Symbole von Rose und Lilien. Diese Tabelle wird die Tabelle der Regeneration genannt. Und man sieht sofort, dass eigentlich die drei Quellen, die drei Zentren von Bewusstsein, sind erleuchtend, aber auch hier, die Schöpfungskraft. Und was passiert ist, dass ich hier wundert sich über was hier passiert. Es ist eigentlich, dass dieser Geist, heilige Geistkraft, entzündet das Herz oder den Herzen. Ja. Und dann entfaltet sich dies und dann sieht man eigentlich, dass das Alte und das Böse verdauert wird. Das schränkt zurück wegen dieser neuen Kraft. Und was man dann hier sieht, ist eigentlich etwas anderes. Denn hier sieht man wieder der Mensch auf die Rücken. Ja. Und was hier die wichtige Sache ist, dass er eigentlich sagt, ja, pass auf in unsere höchste Aspiration und astral Entzündung, dass unsere ätherische und astral Körper entzündet werden von diesem Feuer und auch wir ganz erleuchtete Ideen bekommen und das eben visionär, pass auf, denn da ist eigentlich die Möglichkeit am größten, dass man sich irrt. Denn das ist immer noch Selbstliebe. Und wenn das passiert, ist eigentlich die Naturkraft, die menschliche Hölle, die man sich selbst erschöpft, das brennt uns von unten. Also pass auf, ist die Botschaft hier. Und was passieren sollte, ist eigentlich, dass unserem Ich oder Ego den Kopf in Übergabe, in Demut und seine eigene schwarze Füße mal anschaut, die gar nicht so schön sind. Füße? Da, unter dem Leib. Und das beschreibt er auch. Die kleinen Haken da. Diesen Vogel hat diese kleinen schwarzen Füße. Ach so. Und das beschreibt er auch, dass er mal sich die ekelhafte schwarze Füße sich mal anschaut. Okay. Und dann eigentlich das Bewusstsein im Kopf und im Herz
eigentlich was passiert ist, dass diese zwei Welten von Licht und Dunkel kommen zur Offenbarung. Denn das ist hier die dunkle Hälfte, aber es ist jetzt in Harmonie. Diese Lichtwelt, könnte man sagen, das zeigt sie auch. Diese Sonne strahlt wie Ehe und die zwei Welten in uns werden verbunden durch die Weisheit. Zwei Dreiecke. Und hier steht Sophia. Ja. Und dann ist auch dieses Bewusstsein im Körper, im Herz und im Haupt. Das ist jetzt eine weibliche Figur, vorher war es eine männliche Figur. Ja. Aber es ist, weil sie die Weisheit in sich trägt. Empfangend ist sie jetzt geworden. Genau, empfangend. Empfangend. Ja. Stimmt. Das hast du doch vorhin selbst gesagt. Mit der natürlich sage ich das selbst. Ja. So, das ist also. Das ist der Schritt. Ja. Wenn das mentale, männliche Denken mit seinen selbst sozusagen selbst kreierenden wunderbaren Ideen, die natürlich in Kontakt sind mit allen anderen Energiefeldern der Erde, wenn es erkennt, dass das eben immer noch im Weltinnenraum ist und noch nicht geistig ist, dann beginnt diese Umstülpung. Wenn der Brand, wenn es entsprechend schmerzt, dann beginnt diese Umstülpung und dann wird aus dem passiven mentalen Denkvermögen die Bereitschaft, ohne dass das Denkvermögen zerstört wird, das Denkvermögen selbst als eine, nicht als ein Sende, sondern als ein Empfangsorgan umzubilden. Ja. Und dann gibt es auch eine Dreieinheit im Körper. Genau. Und das ist die Regeneration, diese Transfiguration Menschen. Wunderbar, alles klar. Und das Empfangsorgan ist die Voraussetzung für die Intuition. Na klar, und für die richtige. Für die richtige Intuition. Und da kommst du jetzt auf die zur Innenseite. Magst du was dazu sagen, Esther? Ja, was hier passiert, ist, dass eigentlich diese Sonnenkraft in die planetarische Einflüsse sich äußern. Mhm. Und das verbindet sich nicht nur mit den Planeten, aber auch diese Wirkung sieht man auch weiter im Herzen des Menschen. Mhm. Einfließen, könnte man sagen, und was man hier der androgyne Mensch, die man hier sieht, ist eigentlich der Mensch im Paradies. Mhm. Und dann hat man hier also diese drei im Herzen. Und im Kopf. Und das wird dann als endlich im Verstand absorbiert, könnte man sagen. Das ist die Rückenansicht. Die Rückenansicht. Warum Rücken? Aber das ist noch, das kann auch noch unbewusst und astral geprägt sein. Gut. Und was hier also passiert, ist, dass eine Erleuchtung stattfindet. Dann sieht man auch, dass die Farbe hell sind und dass das ganz lebendig und klar im Bewusstsein kommt. Und dann ist eigentlich diese Feuerkraft ist auch eine Offenbarungskraft, wo eigentlich das Feuer der Kraft von die beiden Hälften der Schöpfung, die göttliche Majestät, Kraft von Vater, Zoon en Heilige Geist, die drijfige logos, is iets om
geschaffen. Unbegreiflich ins Unbegreifliche. Ja. Rätsel bis ins Geheimnis. Lass nochmal einen kleinen Augenblick schauen.